Hallo und willkommen bei Sportkopf in Hamburg. Mein Name ist Thomas. Heute soll es um die neuen POC-Helme gehen, die in der Artikelbezeichnung immer den Zusatz MIPS haben. MIPS, das wissen viele von euch, ist die Abkürzung für Multidirectional Impact Protection Systems, was nichts anderes heißt, als dass der Kopf in der Helmschale Rotationskräften mitgehen kann, sodass die schädlichen Einwirkungen auf das Gehirn dabei minimiert werden. POC hat in der Vergangenheit dieselben Helme, hier mal am Beispiel vom POC Omne, produziert und gefertigt mit der Bezeichnung Spin. Das sind diese Spin-Pads gewesen, die dort auch die Funktion sicherstellen sollten, dass der Kopf unter dem Helm Rotationskräften folgen kann. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Varianten? Zum einen die alte und hergebrachte Variante mit dem Spin-Pad und die neue Variante mit dem MIPS-Pad. Vom Aufbau her, ich nehme die Pads mal raus, sind beide Helme absolut identisch. Das könnt ihr hier mal sehen, wenn wir da mal reinschauen. Gleiche Schalenkonstruktion, die Aufhängung, das Verstellsystem ist absolut identisch. Der einzige Unterschied ist tatsächlich, bei der neuen MIPS-Variante gibt es hier noch eine Erweiterung des Polstereinsatzes. Und auch das Polster selber hier ist etwas anders geschnitten. Aber das sind wirklich nur marginale Unterschiede. Ansonsten ist das Polster und vor allen Dingen auch hier diese gelartige Masse im Polster selbst identisch. Wir können da also keinen Unterschied feststellen. Aber es gibt dieses Modell mit MIPS und eben das althergebrachte Modell mit der Bezeichnung Spin. Das Gleiche setzt sich halt in den anderen Varianten fort. Das ist der POC Ventral. Einmal hier auch blau eingefärbt die Spin-Variante und hier die MIPS-Variante, auch marginale Unterschiede, nur im Polstereinsatz. Ein bisschen nach hinten gezogen, der Kopf ist ein bisschen mehr abgedeckt durch das Polster. Ansonsten der gleiche Helm. Genauso sehen wir das beim POC Tektal mit MIPS und mit Spin. Gleiches Thema, etwas erweiterter Polstereinsatz, in schwarz gehalten, hier immer in hellblau. Ansonsten der gleiche Helm. Und zu guter Letzt haben wir dann auch eben nochmal hier den Axion, den leichten Mountainbike-Helm. Gleiches Thema, Spin und MIPS. Also im Fazit können wir sagen, dass beide Helme absolut identisch sind. Die MIPS-Helme haben sicherlich ein kürzeres Produktionsdatum. Die sind also produziert wahrscheinlich im letzten Jahr, also in 2021. Und die Spin-Helme dann in 2021. So diese Produktionsdaten, die werden jetzt so nicht mehr herausgegeben. Aber wie gesagt, über diese ganze POC-Range, Spin und MIPS, haben wir denselben Helm, dieselbe Schale. Nur der einzige Unterschied ist die Ausformung der Pads. Ja, das soll es mal wieder gewesen sein heute von Sportkopf. Schöne Grüße aus Hamburg. Bis zum nächsten Video. Bis dann.